Ja. Aber Sie haben nichts dagegen unternommen. Sie haben die Studie einfach weiterlaufen lassen. Sind Sie verrückt? Wir haben Herrn Nowak sofort aus der Studie entfernt. Glauben Sie allen Ernstes, wir riskieren das Leben eines Probanden? Glauben Sie, wir riskieren die ganze Studie? Aber Sie geben zu, dass Ihr Medikament dafür verantwortlich ist. Herr Nowak hat ohne unser Wissen ein Schmerzmittel eingenommen. Wegen der Sportverletzung. Ja, und? Er hätte uns das umgehend mitteilen müssen. Wir haben ihn zu Beginn der Studie hinreichend aufgeklärt und ihn vor Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten gewarnt. Als wir endlich davon erfahren haben, war es zu spät. Seine Niere war bereits geschädigt. Die Wahrheit ist, Herr Nowak hat sein Leben selbst aufs Spiel gesetzt. Wegen der Muskelzerrung. Was hat die Entwicklung dieses Medikaments Sie gekostet? Mich persönlich? Das ist eine sehr vertrauliche Information. Nennen Sie mir eine ungefähre Zahl. 9-stellig. Und was hat Nowak dafür verlangt, dass er nicht an die Presse ging? Mehr, als wir bereit waren zu zahlen. Also mussten Sie ihn aus dem Weg räumen? Genau. Warum lachen Sie?